to the curb. Hey, was geht ab? Hier ist euer Red Marek und ich habe gesagt beim Unsichtbarkeitsglitch, ich werde euch gleich danach noch den Money Glitch dazu zeigen, wie das Ganze funktioniert. Und zwar braucht ihr erstmal ein Apartment. Das Ganze ist hier, wie bei dem Unsichtbarkeitsglitch, funktioniert ähnlich. Deswegen könnt ihr euch, wenn ihr da noch unbedingt noch mehr Hilfe braucht, euch auch den Unsichtbarkeitsglitch reinziehen. Ihr müsst euch erstmal hier ein Fahrzeug herrufen. Nochmal wichtig, die Garage muss voll sein. Dann ruft ihr euch das Fahrzeug hierher. Bei mir ist es jetzt der Centorno. Ich bin ja nicht auf Geld aus. Ich will das euch ja jetzt nur zeigen. So, wenn ihr den habt, dann stellt ihr den da vor der Garage. Euer Kollege muss das gleiche machen wie bei mir mit dem Unsichtbarkeitsglitch. Erst Dreieck drücken und dann ganz schnell nach Steuerkreuz rechts in dem Verkaufsbereich. Das muss ganz schnell laufen. Aber als erstes erstmal Dreieck drücken und ganz schnell nach rechts. Kollege hat das jetzt nicht gemacht. Ihr werdet das sehen, wenn ihr das so macht, wie ich das gesagt habe, sollte es eigentlich recht zügig laufen. So, er läuft dann automatisch dann wie mein Unsichtbarkeitsglitch rein. Dann könnt ihr reinfahren. Jetzt deswegen wichtig, dass die Garage voll ist. Ihr müsst jetzt ein Fahrzeug ersetzen. Ihr seht, da hinten habe ich den schon mal gemacht, den Glitch. Wenn ihr das Fahrzeug ersetzt habt, müsst ihr euch jetzt erstmal umbringen. Und dann solltet ihr irgendwo am Arsch der Welt spawnen. Euer Kollege wird dann wahrscheinlich unsichtbar, nicht wahrscheinlich, wird 100% unsichtbar rumfahren können. Das heißt, Unsichtbarkeitsglitch hat bei ihm funktioniert, aber das wollen wir natürlich jetzt nicht. Ja, wenn ihr das dann habt, dann muss der Kollege, dann kann er euch dann, ja, fährt er dann mit zu dem Polizeirevier, wo der Abschleppbereich ist. Da müsst ihr als nächstes erstmal hin. Wenn ihr denn da seid, dann müsst ihr erstmal Polizeisterne machen wieder, denn ihr müsst euch abknallen lassen. Wenn ihr das dann gemacht habt, dann wird euer Fahrzeug beschlagnahmt und sollte dann da drinnen reinspawnen. Also bringt euch erstmal um. So, wenn ihr tot seid, werdet ihr oben sehen, euer Fahrzeug wurde beschlagnahmt. Dann könnt ihr ganz schnell wieder hin und euch das Fahrzeug dann rausholen. Das wird dann da auch gleich drinnen gespawnt. Und euer Fahrzeug befindet sich noch in der Garage. Das heißt, jetzt habt ihr das Ding dupliziert und ihr könnt eigentlich, wenn ihr so wollt, das Ganze jetzt gleich eigentlich direkt wiederholen. Das ist ganz schnell gemacht. Ihr könnt euch die Garage voll machen, denn der geht nur alle 45 Minuten, dieser Glitch. Ihr könnt euch jetzt beispielsweise, wenn ihr jetzt wieder hinfahren würdet mit euren Kollegen, das Gleiche dann mit euren Kollegen jetzt sofort wiederholen. Dann könnt ihr euch ganz schnell innerhalb von ein paar Minuten eure Garage voll machen. Das mache ich jetzt nicht, ich fahre jetzt komplett rein. Wenn ihr es nämlich machen wollt mit euren Kollegen, dass ihr die Garage voll macht, dann hättet ihr nicht reinfahren müssen, sondern das gleiche wiederholen, indem euer Kollege dann wieder reingeht und ihr wechselt ein Fahrzeug aus. So, ihr seht, ich habe den Centorno jetzt verdoppelt und den kann ich dann jetzt quasi eigentlich verkaufen. Und ja, das war's soweit eigentlich, ganz schnell. Leute, das war's von mir, haut rein, ciao.